Moin, moin, heute soll es den Sub mal wieder an den Kragen gehen, den Stapel ungelesener Bücher, und zwar infolge eines gemeinsamen Projekts mit dem lieben Phil. Ihr kennt ihn sicher alle vom Kanal Phils Osophie. Wir haben uns in einem Booktuber-Treffen im Norden hier in Hamburg kennengelernt. Wir wohnen ja beide hier im Norden und deswegen freue ich mich, dass wir endlich mal wieder was gemeinsam machen und wieder ein bisschen mehr in Kontakt gekommen sind. Und ja, da freue ich mich wirklich sehr, dass wir uns gegenseitig jetzt uns unseren Stapel ungelesener Bücher angeschaut haben und jeder jetzt vier Bücher vom Sub des anderen ausgesucht hat, die wir dann im März lesen müssen. Das Format Pick My Sub ist nicht neu, das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, das gibt es schon ein bisschen länger. Und zwar habe ich das schon bei einigen anderen gesehen und ich finde, das vereint einfach zwei ganz tolle Dinge. Einmal eine kleine Challenge, um den Sub vielleicht von einer anderen Perspektive zu sehen, vielleicht Bücher auf die Want-to-Read-Liste setzen zu lassen, die man sich jetzt nicht sofort ausgesucht hätte. Und natürlich auch, dass man wieder etwas gemeinsam mit einem anderen Booktuber zusammen machen kann, dass man ja noch andere Bücher vielleicht entdecken kann auf dem Sub des anderen, da ein bisschen stöbern darf. Das bringt schon ziemlich viel Spaß. Ist natürlich auch eine große Herausforderung. Ich glaube, Phil hat um die 200 Bücher da gehabt. Das war schon nicht einfach, sich da was auszusuchen. Aber Phil meinte auch bei mir, bei meinen 50 war das auch schon sehr schwierig. Und das glaube ich ihm, weil da sind einfach auch verdammt viele tolle Bücher drauf. Und ich war natürlich auch sehr, sehr gespannt, was er mir jetzt für Bücher raussuchen wird. Wir haben das so geregelt, dass die vier Bücher nicht alle im März gelesen werden müssen, sondern dass wir uns mindestens zwei Bücher raussuchen, die wir lesen. Und wenn es mehr werden, ist natürlich toll und dass wir vielleicht auch mindestens mal reinlesen in die Bücher. Ja, und wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm, aber zwei Bücher sollten auf jeden Fall gelesen werden. Und wenn ihr wissen möchtet, welche Bücher ich für Phil ausgesucht habe, dann müsst ihr natürlich bei seinem Video vorbeischauen. Das verlinke ich euch natürlich. Und ja, da könnt ihr dann sehen, wie er darauf reagiert und ob ich da vielleicht ein gutes Händchen hatte oder ob das vielleicht irgendwelche Subleichen sind, auf die er eigentlich gar keine Lust hat. Die Gefahr besteht natürlich. Und ja, die Videos kommen gleichzeitig online, das heißt, ihr könnt die Videos gleich hintereinander wegschauen. Ja, und wir haben natürlich jetzt auch Phil hier zu Besuch da und schauen wir mal, was das erste Buch ist. Hallo du hinterm Bildschirm und herzlich willkommen nicht auf meinem Kanal, sondern auf Ramonas Kanal. Ich bin Phil vom YouTube-Kanal Philsosophie und ich habe heute die Ehre, vier Bücher von Ramonas Sub aussuchen zu dürfen, die sie dann lesen muss. Und ich habe ihre komplette Subliste sozusagen bekommen und es ist mir wirklich nicht leicht gefallen, da nur vier Bücher von auszuwählen, weil einfach so viele coole Geschichten dabei waren, beziehungsweise Geschichten, die sich cool angehört haben. Ramona und ich teilen schon so ein bisschen den Lesegeschmack, wobei ich glaube, dass Ramona insgesamt ein bisschen fantasy-lastiger ist. Wie dem auch sei, ich zeige euch jetzt, welche Bücher ich für sie ausgesucht habe. Und es sind auch Fantasy-Bücher dabei, die ich nämlich auch gelesen habe und die ich richtig, richtig gut fand. Falls ihr meine Videos auch guckt, habt ihr vielleicht mitbekommen, wie ich von Erin Morgenstern's Das sternenlose Meer geschwärmt habe. Und weil ich dieses Buch unfassbar magisch und einzigartig finde, muss Ramona es einfach lesen. Sie hatte es auf dem Sub und ich habe mich sehr gefreut, dass dieses Buch auf ihrer Subliste aufgetaucht ist, weil ich glaube, dass es auch etwas für Ramona sein könnte. Dieses Buch ist halt irgendwo zwischen High Fantasy und Urban Fantasy angesiedelt, aber es ist anders als jedes Buch, was ich jemals gelesen habe. Es hat beinahe kleine Kurzgeschichten, könnte man sagen, in sich, die Story so ein bisschen weitererzählen. Also es ist ganz abgefahren, man muss es einfach selbst lesen, um zu verstehen, was ich meine. Und das möchte ich damit natürlich auch bezwecken. Ich möchte, dass Ramona dieses Buch hier liest und wir ein bisschen in den Austausch miteinander treten, weil ich das Gefühl habe, dass bisher viel zu wenig Menschen dieses Buch hier gelesen haben und diesem Buch hier Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und was noch zusätzlich dazu kommt, ist, dass man dieses Buch hier entweder liebt oder hasst. Ich kann es wirklich verstehen, wenn man dieses Buch nicht mag, weil es schon sehr speziell ist, ja. Aber mich interessiert halt Ramonas Meinung und deswegen habe ich dieses Buch hier ausgesucht, was sie dann nächsten Monat bitte
lesen soll. Bei diesem Buchkandidaten war ich wirklich nicht überrascht, dass Phil mir das ausgesucht hat. Ich habe damit schon stark gerechnet, dass er das tun wird, denn ich habe auf seinem Kanal in seinen Videos natürlich schon gesehen, dass er davon sehr geschwärmt hat und dass er das als Jahreshighlight betitelt hat. Und deswegen, hier ist das Buch. Erin Morgensterns Das sternenlose Meer liegt bei mir auf dem Sub als Rezensionsexemplar. Das heißt, es muss jetzt sehr, sehr schnell gelesen werden und ich habe da auch extrem viel Lust drauf. Den Nachtzirkus von Erin Morgenstern habe ich auch gelesen und habe ich sehr ambivalent empfunden. Da habe ich einige Szenen als sehr, sehr zauberhaft und atmosphärisch empfunden. Die Idee fand ich toll, das war wirklich was Besonderes. Aber so einige Stränge hatten auch sehr, sehr große Längen und die Story dahinter hat mir dann nicht so gut gefallen. Aber ich möchte Erin Morgenstern auf jeden Fall nochmal eine Chance geben, weil sie, finde ich, eben nicht 0815 Geschichten schreibt und das hier sich wirklich sehr spannend anhört. Es soll ja eher darum gehen, dass hier ganz viele Geschichten in eine Geschichte hineingepackt wird und da sind ja auch wieder ganz unterschiedliche Meinungen von dem Buch. Einige finden das total toll und konnten da total drin versinken und andere, fanden die Geschichte nicht so klasse. Hier geht es um Zachary und Zachary sollte eigentlich an seiner Abschlussarbeit schreiben, aber er findet sich immer wieder in der Bibliothek wieder und er liest, was ihm gefällt. Und eines Tages kommt ihm ein Buch in die Finger, wo er seine eigene Lebensgeschichte erfährt und liest. Und da fragt er sich natürlich, woher kommt dieses Buch? Aber das soll nur der Gipfel der Geschichte sein. Da soll noch unglaublich viel mehr dranhängen. Ich finde, dass das Cover gerade sehr gut zu meinem Outfit passt. Das wollte ich aber gerade eigentlich nicht sagen. Ich finde das englische Cover eigentlich viel schöner. Dennoch mag ich Schlüssel sehr gerne und finde, dass es schon wieder sehr bibliophil klingt. Also es geht wieder um Bücher und um Geschichten. Sowas mag ich sehr gerne. Und ich glaube auch, dass Erin Morgenstern eine sehr schöne, bildgewaltige, poetische Sprache hat, die mich verzaubern kann. Und ich freue mich darauf, das Buch zu entdecken und mal schauen, ob es mich genauso begeistern kann wie Phil. Noch ein Buch, das Ramona auf dem Sub hat, das ich aber schon gelesen habe, ist Infinitum. Die Ewigkeit der Sterne von Christopher Paolini, dem Autor von Eragon. Und dieses Buch hat mir auch wirklich richtig gut gefallen. Es ist ein richtiger Klopper, weil es nun mal so ein Science-Fiction-Epos ist. Also das ist wirklich Science-Fiction in Reinform. Es ist spannend, es ist actionreich, es ist emotional, es hat ganz, ganz tolle Charaktere. Ein unfassbar gutes Worldbuilding, wie ich finde. Und ich glaube, dass es Ramona wirklich gut gefallen könnte. Das ist halt wirklich ein Oschi, also da, Ramona, kann ich auch verstehen, wenn du es dann nicht liest, weil es halt, ich glaube, an die 800 Seiten hat. Ja, sogar mehr als 900 Seiten. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du damit eine super gute Zeit haben wirst. Und ja, deswegen finde ich, solltest du Infinitum auf jeden Fall lesen. Und hier ist das gute Stück, Infinitum von Christopher Paolini, fast 1000 Seiten stark. Science Fiction, ein Genre, was ich ja sonst nicht so häufig lese. Ich habe zwar immer mal wieder vorgehabt, da mal einzutauchen und mal wieder was auszuprobieren, aber ich bin da immer sehr skeptisch und vorsichtig, weil ich, wie ich immer so schön sage, dieses Piu-Piu-Raumschiff-Gedöns nicht so gerne mag. Aber bei Christopher Paolini bin ich da schon zuversichtlicher und habe schon Vertrauen in dem Autor, weil ich einfach seine Eragon-Reihe geliebt habe. Es ist einfach eine meiner liebsten Drachen- und High-Fantasy-Reihen, schon aus der Teenie-Jugendzeit. Deswegen bin ich sehr gespannt, erstmal, wie seine Schreibweise sich weiterentwickelt hat seit dieser Zeit. Und ich glaube auch einfach, dass er mir dieses Genre näher bringen kann, dass das ein bisschen tiefgründiger ist, dass mich die Charaktere wieder mitreißen können und dass sich das Buch doch ganz gut weglesen lässt. Wir treffen hier auf die Weltraumforscherin Kira, die den Auftrag hat, eine bestimmte Welt oder einen Planeten zu untersuchen, der demnächst besiedelt werden soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie fällt dort allerdings in eine Felsspalte und entdeckt dort ein Geheimnis, das ihr ganzes Leben umwirft und nicht nur ihres, denn dabei stellt sich heraus, dass sie nicht alleine im Universum sind. Ja, das Letzte, finde ich, ist jetzt nicht irgendwie eine neuartige Idee. Da merken dann die Menschen, dass sie nicht alleine im Weltraum sind und es noch eine andere Spezies gibt. Aber wie und
ja, wie dieser aussieht, das ist natürlich die Frage. Ich gehe mal stark davon aus, dass es hier nicht einfach kleine grüne Männchen sein werden. Oder hoffe auch nicht, dass es einfach nur eine böse Macht ist, die alles zerstören möchte, sondern dass es vielleicht auch ein bisschen ambivalenter gezeichnet ist. Aber das kann ich erst erfahren, wenn ich das Buch lese. Da hat mir Phil wirklich eine große Herausforderung ausgesucht. Wenn ich mir das denn aussuchen werde, dann habe ich daran bestimmt ein bisschen zu lesen. Aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf, vor allem, weil es einfach mal was anderes ist. Die nächsten zwei Bücher, die ich ausgesucht habe, habe ich selbst noch nicht gelesen, aber ich habe trotzdem meine Gründe, warum Ramona sie lesen sollte. Zum einen ist das Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Dieses Buch habe ich selbst nicht auf dem Sub, aber auf der Wunschliste. Und auf der Wunschliste wirklich ganz, ganz oben. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann hatte ich schon Geburtstag und ich hoffe, dass ich dieses Buch bekommen habe. Denn die Mitternachtsbibliothek bekommt ja so unfassbar gute Rezensionen. Es wird wirklich gefeiert als ein lebensveränderndes Buch und ich finde halt, es hört sich auch wirklich einfach richtig gut an. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen in die Schiene geht vom Sternlosen Meer. Und da ich das ja schon so gefeiert habe, wird das wahrscheinlich mit diesem Buch genauso sein. Bei Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig hat Phil auf jeden Fall einen Glückstreffer gelandet. Für mich auf jeden Fall sehr, sehr einfach zu bewältigen, weil hier steht im März tatsächlich schon eine Leserunde fest mit der lieben Anja vom Kanal Book Friends Forever. Wir wollen nämlich das Buch gemeinsam lesen im März und da, ja, wird das natürlich auch dann umgesetzt. Das heißt, das steht fest, das wird eines der Bücher sein, das ich lesen werde im März. Und es ist dazu auch nicht ganz so dick wie die bisherige Auswahl von Phil. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein toller Kandidat und ich freue mich natürlich drauf, das zusammen mit der lieben Anja zu entdecken, aber auch das neue Werk hier von Matt Haig zu entdecken. Es klingt wieder richtig cool mit fantastischen Elementen, aber auch mit sehr philosophischen Elementen, die einen so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Das war genauso bei Ich und die Menschen, was ich von ihm gehört habe und das hatte mir damals wirklich sehr gut gefallen. Und deswegen glaube ich auch, dass mir das gut gefallen könnte. Ich habe da schon so einige zwiegespaltene Meinungen gehört. Ich habe aber versucht, mich von Rezensionen und den genauen Meinungen fernzuhalten. Ich habe nur so ein grobes Bild irgendwie, dass einige da nicht ganz so begeistert waren. Ich finde aber das Grundthema schon mal sehr spannend. Nora nimmt sich das Leben und danach findet sie sich in einer riesigen Bibliothek wieder, ihrer eigenen Bibliothek. Und zwar sind dort alle die Geschichten, die Lebenswege abgespeichert, die sie hätte wählen können. Wenn sie sich entschieden hätte, nach links anstatt nach rechts zu gehen, dann wäre das passiert. Und dort hat sie eben die Möglichkeit, all das, was sie bereut hat in ihrem Leben, wo sie sich vielleicht falsch entschieden hat, rückgängig zu machen und zu schauen, was wäre aus ihr geworden, wenn sie sich so oder so entschieden hätte oder wenn sie da das gemacht hätte. Das spricht irgendwie eine Urangst des Menschen an, beziehungsweise eine besondere Frage, die wir immer im Kopf hätten, was wäre passiert, wenn, hätte, würde, könnte, hätte ich doch das gemacht. Und ich finde das schon fast beängstigend, in so einer Bibliothek zu stehen, zu sehen, was hätte alles aus mir werden können, wenn ich mich doch anders entschieden hätte. Und es geht natürlich auch darum, dass es vielleicht genau so richtig ist, wie es passiert ist und dass man da vielleicht nicht so doll drüber nachdenken soll. Ich weiß es nicht, was nachher die Botschaft daraus sein wird oder was ich einfach aus dieser Geschichte rausziehen werde oder rausziehen kann. Und da bin ich auch wirklich sehr glücklich, dass ich da einen Lesepartner für mich gefunden habe, weil wenn man da noch drüber spricht, ich glaube, dass man da noch viel mehr herausbekommen kann, als wenn man das nur für sich so alleine liest. Also auch hier wieder eine sehr interessante Wahl vom lieben Phil, auch wieder ein bisschen was anderes, eher in dieses Philosophische hinein, auch wenn es fantastische Elemente hat, ist es nochmal ein anderes Genre. Man kann jetzt hier nicht von reiner Fantasy sprechen oder reiner Science Fiction.
Und ich hoffe natürlich sehr, dass mich das Buch ein bisschen mehr begeistern kann als die kritischen Stimmen, die mir bisher so ans Ohr gekommen sind. Und das nächste Buch, das ich für Ramona ausgesucht habe, das habe ich selbst auch auf dem Sub, hab's aber noch nicht gelesen. Ich hab's auf Englisch auf dem Sub, ich glaube Ramona hat's auf Deutsch. Und zwar ist das der erste Teil der Mistborn-Reihe von Brandon Sanderson. Ich habe mir davon mal diesen ganzen Schuber hier geholt und das liegt daran, weil ich da auch wirklich sehr, sehr gute Dinge drüber gehört habe und ich einfach fest davon überzeugt bin, dass diese Reihe etwas für mich ist. Und es ist ja wirklich High Fantasy und ich glaube, damit kann Ramona an dieser Stelle wirklich sehr, sehr viel anfangen. Es war ein ganz knappes Rennen zwischen Mistborn und dem Orden des geheimen Baumes, weil auch von diesem Buch habe ich unfassbar gute Sachen gehört und auch da glaube ich, dass es Ramona einfach total gut gefallen wird. Aber ich habe mich dann schlussendlich für Mistborn entschieden, einfach aus dem Grund, weil ich es halt selbst auch auf dem Sub habe. Und vielleicht hat Ramona ja sogar das gleiche Buch für mich ausgesucht. We will see. Und falls euch interessiert, welche Bücher Ramona für mich ausgesucht hat, dann schaut euch doch auf jeden Fall das Video hier an. Das verlinke ich an dieser Stelle. Beziehungsweise ich hoffe, dass Ramona es verlinkt. Wie auch immer, danke, dass ich hier diese Bücher für dich aussuchen durfte, Ramona. Und ich bin sehr gespannt, wie du auf meine Wahl reagierst. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zugucken an deine Zuschauer sozusagen und noch viel Spaß beim Rest des Videos. Bei dem letzten Buch bin ich wirklich sehr selig, dass mir Phil das ausgesucht hat. Die Kinder des Nebels von Brandon Sanderson. Ja, auch er hatte das auf seinen Sub stehen und da hatte ich schon überlegt, ihn das auch rauszusuchen. Aber es gab einfach noch so viele tolle andere Bücher. Irgendwas musste ich da aussortieren. Das Buch spielt in einem wirklich sehr düsteren Reich, wo es Schnee und Asche regnet und unheimliche Nebel aus dem Boden emporsteigen. Außerdem herrscht ein besonders tyrannischer Herrscher schon seit vielen, vielen Jahren und das Volk der Ska'a wird unterdrückt wie Sklaven. Und aus diesem Volk gibt es einen jungen Mann, der eine besondere Gabe besitzt, und zwar ist er einer der sagenumwobenen Nebelgeborenen und er verfügt über die magischen Kräfte der Allomantie. Ja, und er versammelt jetzt eine Gruppe von Rebellen um sich und sie wollen den Herrscher stürzen. Für mich ist dieses Buch irgendwie ein Buch der Schande auf dem Sub, denn das habe ich schon so lange vor zu lesen, weil ich einfach glaube, dass ich ein großer Brandon Sanderson-Fan eigentlich bin, dass das ein Lieblingsautor von mir werden kann. Ich habe bisher nur ein Jugendbuch von ihm gelesen, das hat mir wirklich gut gefallen, schon vom Magiesystem, und hier soll das ja nochmal was drauflegen und genau das gefällt mir immer ganz gut, wenn die Welt gut ausgefeilt ist und das Magiesystem, und hier soll das besonders interessant sein mit verschiedenen Metallen, soll das was zu tun haben, und ich glaube einfach, dass mir das so gut gefallen wird. Also wenn ich irgendwie eine 5-Sterne-Prognose mal wieder machen müsste, dann wäre das auf jeden Fall dabei. Das ist natürlich auch immer gefährlich mit hohen Erwartungen, aber hier bin ich einfach guter Dinge, weil schon viele Fantasy-Leser, die ungefähr meinen Geschmack teilen, dieses Buch wirklich sehr gemocht haben und auch eine liebe Freundin das Buch sehr gemocht hat. Ja, deswegen muss das jetzt echt mal dran glauben, aber es gibt so viele andere Fantasy-Reihen, die ich auch lesen wollen würde, und deswegen irgendwie ist dieses Buch auch so ein Kandidat, und das habe ich schon versucht, Phil zu erklären. Er meinte, er kenne das Gefühl sehr, sehr gut. Vielleicht könnt ihr das ja auch nachvollziehen. Ich habe so manche Bücher, besondere Bücher, wo ich mir auch besondere Zeit für nehmen möchte, wo ich das irgendwie aufspare für eine besondere Zeit, wo ich besonders den Kopf dafür habe und mich da insbesondere für aufheben möchte. Aber dieser besondere Zeitpunkt kommt nie, weil immer doch irgendwas ist, wo man denkt, ah nee, jetzt habe ich irgendwie was anderes im Kopf, dann nehme ich lieber das Buch, und total dämlich eigentlich, obwohl das eines der Bücher ist, worauf ich mit am meisten Lust habe auf meinem Sub. Ja, macht nicht so viel Sinn, aber das habe ich so ein bisschen herausgefunden, als ich so überlegt habe, warum hast du das eigentlich noch nicht gelesen? Ja, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch gelesen wird, aber ich habe halt auf alle vier Bock.
Ich weiß allerdings nicht, ob ich alle vier schaffe, weil Phil war da sehr optimistisch, beziehungsweise hat mich da jetzt sehr herausgefordert mit den Seitenanzahlen. Das sind drei dicke Schinken. Ein human dickes Buch, also das von Matt Haig, das wird ja auf jeden Fall gelesen. Das ist auf jeden Fall der erste Kandidat, den ich mir aussuchen werde. Beim zweiten lasse ich es jetzt einfach offen. Also wir haben jetzt auch nicht gesagt, dass wir uns jetzt schon entscheiden müssen, weil wir halt beide sehr stimmungsvolle Leser sind. Also wir mögen das nicht so gerne, uns Leselisten zu machen, uns zu streng irgendwelche Auflagen aufzuerlegen. Deswegen haben wir das jetzt auch ein bisschen umgeformt, dass wir uns vier Bücher raussuchen und nur zwei davon lesen müssen. Damit man immer noch so ein bisschen das Gefühl hat, dass man frei in seiner Entscheidung ist und dass man auch nach Stimmung lesen kann und dann zu dem Buch greift, worauf man am meisten Lust hat. Deswegen werde ich es jetzt auch noch nicht entscheiden, sondern im Laufe des März schauen, zu welchem Buch es mich am meisten zieht. Ich glaube, es wird aber dennoch schwierig. Vielleicht könnt ihr mir ja auch ein bisschen helfen. Schreibt mir in die Kommentare, welches Buch ich mir vornehmen soll. Vielleicht motiviert mich das zu dem einen oder zu dem anderen Buch. Und ja, vielleicht zerreißt es mich aber auch, weil ihr da auch unentschieden seid. Ich freue mich natürlich generell von euch in den Kommentaren zu lesen. Und jetzt solltet ihr natürlich schleunigst zu Phils Kanal rüberschwenken, um das Video von ihm zu sehen und die Bücher anzuschauen, die ich für ihn ausgesucht habe. Da sind wir wirklich auch ganz, ganz tolle Bücher dabei, die man auf jeden Fall lesen muss. Und ich bin gespannt, wie Phil die Aufgabe lösen wird und wie unsere Lesemonate März denn aussehen. Also vielen lieben Dank an den lieben Phil für das gemeinsame Projekt. Ich hoffe, das machen wir irgendwann mal wieder, denn es hat wirklich Spaß gemacht. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!